Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Captain of Industry hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Hallo, Herr von der Insel. So, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann lasst ihr jetzt bitte eins da. Das war's von. Nein, war Spaß. Du weißt doch, mindestens 8 Minuten muss ein Video sein. Ach so. Sonst ist es nicht werbefähig. Nee, alles gut. Kriege ich eh nicht, in 8 Minuten schaffe ich gar nicht. So kurz. Das wäre ein Short bei dir. Ja. Shorts machen wir nicht. Ein Mini-Short wäre das. So, wir haben ein kleines bis mittleres Problem, und zwar füllt sich unser Sandlager nicht. Und da müssen wir nochmal jetzt als erstes ein bisschen Vorsorge treffen. Wir haben hier unser Eisen. Warte mal. Unser Eisenbergwerk, sage ich jetzt einfach mal so. Da sagen wir den jetzt einfach da nichts mehr abbauen. Weil wir wollen jetzt, oh, da müssen wir ja ganz neu machen. Ja, du kannst vorher schon. Bereich anpassen. Achso, jetzt habe ich nur den kleinen, ne? Ja, jetzt hast du nur den kleinen. Okay. Schwierig. Kannst ja richtig groß ziehen, da wo wir in Zukunft arbeiten wollen. Genau. Okay, dann mach ich nochmal. So. Jetzt habe ich ihn. Okay. Jetzt hat er natürlich Bergbaukontrollkomm, hat nichts zum Abbauen, Ackern, ja. Genau. Da wollen wir jetzt aber ran. Und zwar wollen wir jetzt hier anfangen, Ebene 3 zu erweitern. Die Kante abzubauen. Da kommt genügend Sand bei rum. Das denke ich mir nämlich auch, da wird einiges an Sand bei rumkommen. Wie sie sich hier schon drauf stürzen, auf die Arbeit. Pass auf, die nehmen wir nochmal wieder weg, weil wir den Sand brauchen. So, Eisen. Guck mal, hier baggern sie schon gleich mal Sand. Hier sind gleich mal 6 Einheiten Sand drin. So muss das. Da wollen wir ja drauf hin. So, jetzt wollen wir aber anfangen, Beton zu bauen. Herzustellen. Dafür brauchen wir mindestens einen Brecher pro Gestein, was wir brechen wollen. Wir machen jetzt einfach mal, wir lassen einfach mal ein Quadrat dazwischen frei. Sodass wir da gleich noch entspannt weiteres drittes und viertes Lager rein. Links ist genug Platz. Das heißt, den, wenn wir jetzt hier noch einen hinsetzen. Achso, das geht ja gar nicht. Ich muss ja so rumsitzen. Also da können wir noch einen hinsetzen. Dann haben wir da einen frei zwischen. Lassen wir 2 frei zwischen. Dann kommt da der nächste rein. Gut, dann sollten wir noch ein Förderband in U-Form nehmen, weil es ist ja Schüttgut. Stimmt, Rinne ist für Schmelze. Genau. So, hier hat mir Manu den tollen Tipp gegeben, es ist nicht ebenerdig. Und wenn man es direkt anschließt, dann können die LKWs da sogar drunter durchfahren. Die kleinen, ja, die großen könnte eng werden. Was für große? Ja, irgendwann kriegst du auch mal bessere Fahrzeuge. Echt? Ich auch? Ja, wenn du dich anstrengst. Wenn du dich anstrengst und fleißig bist. Mhm. So, hier müssen wir noch ein Rezept haben. Ja. Schlacke. Da Schlack brechen. Zerkleinerte Schlacke. Und hier gibt's Gestein. Genau, Gestein in Kies. Genau. So, dann sollten wir wieder ein Schüttgutlager hinten dran setzen. Noch ein Lager? Ja, damit wir genügend Puffer haben. Na gut, dass wir hier so viel Platz haben. Warte mal, setzen wir so. Ja, ein zweites nebendran für das andere Zeug, für den Kies. Ja, da fällt es wenigstens unten raus. Sehr schön. Genau, so, zweites Lager. Das wird schon Schlacke hier gemahlen. Ja, guck mal, Brecher an. Was? Haben sie schon das Zeug direkt am Brecher angeliefert? Haben sie? Ja, stimmt, das wird er ja gar nicht malen. Genau. Also jetzt zum Brecher hin nur noch. Der Förderband. Der Förderband. Und auch der Förderband wieder raus. So. Genau. So.
Gestein haben wir auch ein bisschen, aber jetzt nicht ganz so viel. Ja, gucken wir nochmal Sand, haben wir noch nichts. Aber haben wir hier drin. Da haben wir unten auch, da sind wir ja auf voll machen gegangen. Ja, da können wir auf voll leeren. Auf ausgeglichen machen wir. Ja, dann holen sie es auch wieder ab. Dann können sie nämlich hier, weil hier wollen wir es voll haben. Mhm. Auf Prio 6 setzen wir mal. Und dann kommt das da auch als erstes rein. Jo. So. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch mal um den Zement. Zement war hier in den Drehrohrofen. Genau. Drehrohrofen braucht Kohle und. Kohle und. Ja. Gestein. Jetzt haben wir es falsch eingelagert, ne? Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, sagt er. Ist nicht schlimm, sagt er. Es wird eh ein Kauderwelsch werden. Ich würde dir empfehlen, mal F und R zu drücken. Okay. Nochmal R, nochmal R. Bei dem Ding ging es sofort rüber. Jetzt hast du nämlich die Anschlüsse auf der richtigen Seite. Ach, das nochmal rumdrehst um 90 Grad. Also ich würde es längs bauen. Ach so. Ja, mit F kannst du nämlich spiegeln. Nicht zu nah links. So, dann brauchen wir da gleich ein Pupsrohr. Mhm. Bei dem Recycling-Symbol. Jetzt direkt anklemmst oder ein Stück entfernt, ist eigentlich egal. Ja, wer weiß, vielleicht brauchen wir es noch für was anderes. Ja, ich weiß, du weißt es, aber ich weiß es nicht. Also sagen wir mal so, du bist sehr minimalistisch unterwegs für meine Verhältnisse. Ja, das ist gut. So, danach brauchen wir auf jeden Fall ein Lager. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Beton hergestellt. Wir sind jetzt schon bei 1,46 Megawatt, ohne den. Ja, das heißt. Jetzt können wir schon mal Strom bauen. Ja, kannst du schon mal ein Strömchen da unten anklemmen. Oder zwei, weil die schalten sich ja ein bei Bedarf und sonst laufen sie ja nicht. Kannst du auch direkt neben dran sitzen. Das macht mit der Kühlung nichts. Ja, ja, achso. Direkt daran, sagst du? Ja. Oder du drückst F und dann dreht das herum. Oh ja. Oh so. Nee, erst durchs Mittelrohr und von dort aus weiter. Ach komm, das war witzig. Ja, ist mir aber. Und du, ist auch schön, dass du mir das zugetraut hättest, dass ich sowas mache. Ich hab's doch auch geschafft. Ach so. Ja, erst mit dem Patch, wo dann die Rohre sich nicht mehr verbunden haben, ging's dann so nicht mehr. Dann hat er gemault. So, Schlacke Nachschub. Gut, das heißt, hier haben wir jetzt ein Lager für Zement. Zement, dann kann das nämlich auch gleich, wenn du sagst, einlagern, holen aus dem Hafen, dann kriegen wir wieder Platz aus dem Hafen. Also machen wir hier voll, ja? Ich würde sagen, erstmal voll halten, genau. Gut. Mal schon mal Material, bevor er überhaupt anfängt. So, dann klemmen wir doch mal unsere beiden Zubehörsachen an, oder? Nee, ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir genug Strom haben. Sonst habe ich gleich ein Problemchen. Einmal bauen bitte hier, danke. Ah, da kommen sie schon angeeilt. Ja, sind zwar ausgelastet, aber. Ja gut, im Moment klar, ne? Ja, wir geben denen ja schon genügend Arbeit. Das sehe ich auch so. Das macht unsere Kolben. Oh, wir haben ein bisschen was vorhanden. Man noch was in Bauauftrag? Ich glaube nicht. Ja, dann könnte man nochmal zwei LKWs hinterher schubsen und vielleicht einen Bagger. Ach, da steht ja noch einer rum. Einer steht da noch rum, ja. Ja, dann kannst du ja dann theoretisch schon mal. Kohle oder was war das? Kohle, ja. Brauchen wir sicherlich, da brauchen wir aber auch noch einen Turm hier. Wofür braucht man die Kohle dann noch? Einmal für die Spritproduktion und dann, dass wir hier auch nicht so einen weiten Weg haben von der anderen Kohleproduktion. Wir haben hier 660 Kohle rumfliegen.
Ja. Dann sind wir noch gut drauf. Glaubt es ja kaum. Ja, dann können wir aber dann auch für den Kalksteinabbau noch zuweisen. Kohle rennen. Kalkstein. Also nah dran. Was denn? Das, wie war das Band verlegen, ist künstlerische Freiheit. Ich weiß nicht, ob das klappt nachher. Doch, das geht. Ja, das geht. Okay. Das kriegst du drunter. Also, das hättest du sogar noch eins tiefer bauen können. Nee, ich habe nur einen hoch. Ja, stimmt. Sieht so, so umgebaut, sieht es so zwei hoch aus, aber ja. Produziert schon. Mhm. Ja, und wird aus dem Hafen vorne angeliefert. Das ist schon mal schön. So, das heißt, wir können ja jetzt dann schon mal. Ach stimmt, wir wollten mit dem Schiff schippern. Ja, Schiff. Gutes Stichwort. Schiff schippern. Ja. Reparieren? Ist. Ja, können wir machen. Immer eben noch eine kurze Reparatur. Das ist. Wieder fit ja, ist. Eisenplatten. Eisenplatten verbrauchen ist immer gut im Moment. Mhm. Wir haben nämlich ein absolutes Übermaß. Wir wollten auch noch ein Captainsbüro bauen. Ach, ein Captainsbüro. Mein Captain. Warte, da ja, ich brauche ja irgendwo nee. Was, wo ich meine Schriftstücke Captainsbüro. Machen kann, genau. So, mein Captain. Braucht übrigens auch Strom. Ja, gut, dass wir ausgebaut haben. Mhm. Ausgebaut. Prost. Klassiker. Klassiker. Boah, die pumpen vor sich hin. Oh, da läuft noch nicht mal alles. Das ist gut. Wir haben einiges. Ach ja, das Schiff wurde vollständig repariert. Dann können wir jetzt da auf die Karte gehen. Und neue Mitarbeiter rekrutiert. Das ist sehr schön. Boah, dann lass uns doch mal den nächsten Hafen anfahren, wenn es da einen gibt. Jetzt mal nach unten. Das Schiff legt ab und geht in die Wellen. Mit fantastischem Horn voran. Mal gucken, wo wir landen. So, das heißt, wir haben jetzt hier schon die ersten Sachen. Hier, ach, das ist schon voll. Das steht gut lager. Ja, jetzt können wir es zusammenrühren. Stimmt, Wasserpumpe. Wasserpumpe, ja, wir wollten ja von hinten Wasser organisieren. Grundwasserpumpe, wir haben hier hinten ja noch Grundwasser. Da wollten wir ein bisschen was von organisieren. Auch da wieder die Taktik mit den zwei Tanks? Bestimmt. Also hier ein Tank dann dran und vorne am Zielobjekt ein Puffertank. So, dann hätten wir das schon mal. Ich weiß nicht, ob wir mit der Leitung jetzt gut durchkommen. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Erstmal, wo wir unsere Zementproduktion jetzt hinstellen. Genau, hier kommt ja jetzt unser Betonmischer. Betonmischer heißt er natürlich. Ne? Also. Betonmischer, ja. Und da haben wir nachher das Rezept mit Sand, Zement, Schlacke und Wasser zu Betonplatte. Mhm. Das nehmen wir noch als Alternative mit rein. Dass wenn mal Schlacke alle ist, was ich nicht glaube, wir dann alternativ das andere herstellen können. So. Kann man ja alles schön zuführen. Sand haben wir auch, das heißt, ich würde jetzt hier fast nach rechts rausgehen. Mhm. Ja, du wirst ja mehrere später brauchen. Das habe ich nämlich auch schon gedacht. Dann können wir von hier unten nämlich Sand holen. Mhm. Und dann können wir alles andere von hier aus rüberlegen, ja. Genau. So, dann wähl mal das, dann Wasser, wähl, das Wasser, das ist gut. Wähl doch mal das Rezept aus, das wir machen wollen. Dann siehst du nämlich nur noch, was er so braucht. Also wir wollten das mit dem geschredderten
Soll ich das noch ausmachen erstmal? Also Sand kommt links und rechts rein. In der Mitte kommt auf jeden Fall das Ding rein. Also genau. die Rohprodukte. Jetzt würde ich beide Rezepte aktivieren. Okay. Weil dann könnten wir ja... Haben wir jetzt schon... Kies haben wir, wir haben Schlacke. Das heißt, wir könnten eigentlich beides anliefern, zusätzlich zu dem Wechsel. Ne, eins weiter noch, genau. Ey. Beton muss da rein. Neue Flüchtlinge. Ja. Hurra. Und der Standort ist erkundet. Genau, gucken wir mal rein. Da haben wir ein bisschen was gekriegt. Ja. Nicht genügend Wohnraum, Siedlung überfüllt. Haben wir vergessen auszumachen. Ja, müssen wir ausmachen und nochmal bauen. Jetzt haben wir auch erstmal wieder genügend. Ja, beide. Was denn? Ja, ich sag da jetzt nichts dazu. Muss ja nicht. Passen die Wege nicht zueinander, wa? Nö. Ist doch schade. Oh, haben wir alle einen Weg außen rum? Da habe ich jetzt gedacht, man könnte jetzt hier ein bisschen durchspazieren. So. Okay. Dafür haben wir nicht genügend Konstruktionsteile 2. Sollten wir uns mal die Fabrik angucken. Nur die ist am Acker, ne? Acker. Müssten wir sie doch mal elektrisch machen, damit sie schneller arbeitet. Können ja auch schon mal eine Leistungssteigerung reindrücken. Oder das erstmal. Okay, so, wir müssen erstmal jetzt hier weiter planen das Ganze. Also hier haben wir den Kram drin, die produzieren auch schon. Das Lager ist voll. Das heißt, wir müssen jetzt noch Sand anliefern. Den würde ich von hier aus direkt gerade durch unten rein. Mhm. Und den anderen Kram würde ich dann von der anderen Seite aus rein schmeißen. Das heißt, wir brauchen noch das ein U-förmige. Ah, nehmen wir die Seite. Einmal so. Nicht ran, bitte. Achso. Ja, du bist Maximallänge gerade schon unterwegs gewesen, deswegen. Ja, ich hab's gesehen. Ja, noch eins weiterklicken dann und dann um die Ecke rum. Achso, okay, weil er dieses Anschnuggelsymbol hatte. Ja, weil das Anschnuggelsymbol sagt, du kannst die beiden nicht verbinden, weil sie unterschiedlicher Typ sind. So, dann haben wir den Kies und wir haben die Schlacke. Das heißt, wir könnten nach vorne gehen. Eins weg vom dicken Strich. Warum? Dann kommst du direkt gerade drauf. Ja, aber wenn wir noch Kies da reinschmeißen wollen? Ja, das kann man bei einer Kreuzung machen. Ja, aber dann vermischt er das ja. Ja, und? Er nimmt beides an. Was voll ist, wird produziert. Ja, und wenn er nachher von dem einen was voll hat und das dann... Spielt keine Rolle, solange Sand und Zement kommen, ist das unproblematisch. So, jetzt haben wir aber ordentlich aufgebraucht. So, wenn das alles fertig ist, plus ja auch noch das Ding damit aufschmeißen. Dann haben wir einiges geschafft. Verbinder ist da, gut. Hier kommen wir von vorne auch ran. Also jetzt kann alles gebaut werden. Mhm. Hier ist Sand voll, da vorne ist auch Sand voll. Sehr schön, dann können wir wieder ein bisschen Eisen abbauen lassen. Oder macht er schon? Ah, macht schon. Wunderbar. Der ist schon so weit unten, dass er Eisen hat. Sehr, sehr schön. Ja gut, der Sand rutscht natürlich etwas schneller nach als Gestein. Das heißt, wird jetzt ich dann Abrutschhalde. Jetzt können sie auch wieder woanders weitermachen. Wow. Gut, das haben wir, das haben wir. Das heißt, die Produktion steht soweit. Oh. Ich sehe gerade was. Hm? Wir brauchen... Eine zweite Wartungsfacility. Genau. Woran erkannt? An den 67%
Ja, die immer wieder weiter runter wandern, jetzt seit der letzten Folge ganz links. Genau. Nicht direkt nebeneinander, ja. Das müssen wir später auch direkt zuliefern können. Genau, dass wir später noch direkt zuliefern können. So, jetzt werden jetzt Captains Büros gebaut. Ja, die Regeln noch aktivieren einmal kurz. Jetzt gehen wir noch einmal zum Captain rein. Das könnte man nachher schon fast so als Thumbnail nehmen. Mhm. Okay. So, und jetzt wollen wir Kraftstoff sparen für Fahrzeuge. Ja, also zwei. Wird das hier sein? Ja, Industrie. Einmal kurz aktivieren. Aktivieren. Kannst du da rausnehmen, weil es kostet Einheit. Das ist immer noch ein Plus. Ja, aber das ist dann für Notfälle. So, und jetzt haben wir gleich Baumaterial gekriegt. Das ist natürlich richtig gut. So, Forschungslabor 2 erforschen. Also wir sollten vorher erst unser anderes erforschen. Alles andere. Ja, Gemüseanbau ist fertig. Das heißt, wir könnten ja mal schauen, ob wir noch einen zweiten Markt setzen könnten an der Siedlung. Und gucken, wie so ein zweites, drittes Feld. Schwierig. Oh, Wasser ist doch super. Wasser ist gut. Wasser ist gut geplant. Wasser haben wir jetzt super gemacht. Mhm. Läuft. So, Wasser für den Beton müssen wir noch anliefern. Da war noch was, das Rohr durch den Wald. Ja, genau. Wird jetzt nach hier hinten schon gebaut. Da füllt sich das Teil auch schon, das ist gut. Mhm. Aber wir müssen jetzt dann natürlich noch Rohre dadurch legen. Die Rohre sind jetzt aber auch gar nicht so das Dramatische, weil die brauchen nur Einser. Haben wir noch 168. So, von da aus planen und dann mit einer Brücke schon planen. Also eine Brücke dann später drüber ziehen. Mann. Ja. Dass die Fahrzeuge warte, da auch warte, 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 warte. Wenn wir nachher noch erweitern. Dann sollten wir das so planen. Ja. Gut. Wow, ich bin gar nicht. Ich bin gut. Hat Manu gesagt. Ja, ich weiß, er hat nur gesagt, das klingt gut. Er hat nicht gesagt, dass ich gut bin. Das hast du jetzt da rein interpretiert. So, jetzt hier durch den Wald wird natürlich schwierig. So. Wir gucken mal, wie er da durchkommt. Weil hier gerade durch geht das nicht mehr weiter. Da wäre noch was. Oh, komm. Leicht versetzt geht's durch. Hier wäre wieder genau der Baum im Weg. Natürlich, wenn schon, denn schon. So, gebaut. Okay, Hauptsache da kommt nachher Wasser an, wo er es hin soll. Ja, und da vorne kannst du noch eine Brücke bauen. Ach stimmt, die Brücke wollten wir noch bauen. Über die Förderbänder? Nein. Nein, erst einmal über das Rohr. Dass wir erstmal was schaffen können. Und dann brauchen wir ja noch ein Ziegelsteinlager. Betonlager. Auch das noch? Muss ja irgendwo zwischengelagert werden. Auch noch eine Brücke mit einplanen? Planen wir. Schon mal das Röhrchen, das Förderbändchen ganz links oben. Das ist ja schon wieder gerade. Hilfe! Geh gleich in den Keller zum Heulen. Nicht schon wieder, Mann. Ja. Oh, sieht gut aus. Ich denke auch, dann kriegen wir nämlich hier noch das zweite Förderband rein, wenn wir es benötigen. Und ein drittes noch. Nicht genügend Wartung, ja, ich weiß. Ich arbeite schon dran. Sollte eigentlich schon stehen, die Fabrik. Hat nur noch keine Sachen gekriegt. Warte auf Produkte. Dann geben wir ihr doch mal eine P2, weil sie ist wichtig. Am besten beiden eine P2 geben. Jawohl. Erledigt. So, LKWs sind ausgelastet, das heißt, wir bestellen uns nochmal welche. Ja, wäre ganz praktisch.
Wir haben eh gerade ein paar Kolben über. So. Und noch dürfen wir ja. Das Limit ist erst bei 60 erreicht. Schiff. Das Schiff schicken wir jetzt. Kannst du noch weiterfahren von der Reichweite her? Da könnte ich noch hinfahren. Oder in die Nähe von dem Bösen. Mhm. In die Nähe vom Bösen kannst du nicht, weil der Tank nicht reicht. Aber zur anderen kannst du, glaube ich, fahren. So. Da unten könnte ich hin, da hinten kann ich nicht hin. Dann lass uns doch mal da die Sachen erkunden, die wir dürfen. Genau, die wir können. Stark ausgelastete LKWs. Ja gut, die müssen natürlich im Moment natürlich auch richtig anliefern hier. Aber hier liegt schon das ganze Teil voll. Die ganzen Förderbänder liegen hier schon voll. Das ist super. Hier läuft schon auch der Sand. Ja, da müsste er ja gleich produzieren. Auch schon da. Wasser müsste auch schon da sein. Ja. Hand, von Hand geliefert. Nee, oh, ist ja auch schon hier in der Förder. Ich tippe, das erste wurde schon per Ding geliefert. Mit Sicherheit. Bergbaukontrollturm hat keine verfügbaren Gebiete mehr, Bereich abbauen zu können. Alter, das ist aber schon weit, das Wasser. Bis hierhin schon. Stimmt, wir wollten hier hinten eigentlich noch ein Lager einsetzen, ne? Mhm. Können wir ja immer noch machen. Überlauflager. Ja, können wir jetzt. So, welcher Bergbaukontrollturm hat nichts mehr? Ach, guck mal, die Kohle. Ja, dann würde ich sagen, weiter abgrasen. Bis es platt ist. Ja. Erstmal nehmen wir hier unten den Kram weg. Oh, das kann er auch nochmal machen. Ja, den Erdhügel kann er auch nochmal wegmachen, genau. Oh, und dann kann man ihm da hinten dann sagen, mach mal bitte weiter. Gräbst du weiter? Gut, das hätten wir. Nicht genügend Wartung. Ja, ja. Ich glaube, das wird jetzt gerade wieder. Na. Haben wir genügend Elektronik überhaupt? Oder müssen wir da auch nochmal nachbauen? Elektronik haben wir 41, aber nachbauen wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt 1, 2 Elektronikherstellungen. Ja, da würde ich noch eine dritte ganz rechts bauen. Warte mal, Pipette. Kopieren. Achso. Nee, das ist die Einstellung. Das ist kopieren. Mhm. Steuerung C. Hat er gleich das Rezept mit dabei. Genau. Und das andere mit der Pipette ist, wenn du ein Rezept aus einer vorhandenen Fabrik in eine neue umstellen willst. Also sprich, übernehmen der Einstellung, welche Rezepte er darf. In eine neue, die noch nicht bestückt ist mit Aufgaben. Ist, genau. Das Ding können wir ja dann auch langsam aber sicher runterfahren und die Einheit wegnehmen. Nö, wir müssen die Erde noch verarbeiten. Stimmt auch wieder, ja. Wir haben ja noch Zulieferung der Erde. Also ich würde es jetzt auch noch nicht machen, weil wir immer ja, noch Baumaterial brauchen. Ne? Wir sind jetzt runter auf 50. Das ist jetzt schon wieder 28 Minuten, haben nichts gemacht. Ne? Ja, ist irgendwie schon frappierend. So, eine kommt noch, sehr gut. Und fertig gebaut. Würden wir ja noch überlegen, ob wir jetzt in den paar Minuten noch die Bänderchen bauen für die Stahl, Kupfer und Co. Kohleanlieferung, wenn wir eh schon dabei sind. Dass wir da die LKWs ein wenig entlasten. Das können wir machen, ja. Ja, ein gratis Band raus, genau. Und das andere direkt drauf führen. Dann liefern die schon mal. Genau, dann haben wir schon mal den kleinen Weg hinter uns. So, und beim Eisen können wir auch direkt. Das ist auch alles voll und das ist auch alles voll. Okay. Oh, müssen wir die Abförderung machen. Aber da ist ja auch ziemlich voll. Aber machen wir ja gerade, wir produzieren ja gerade mehr Kupfer. Also verbrauchen auch mehr. Genau. Wir verbrauchen mehr Kupfer, so rum wollte ich das ja auch sagen. Und dann bauen wir dafür auch noch ein Lager, ne? Oder? Für die Elektronikteile. Ja. Ich würde es auf die andere Seite bauen. Nach der Fabrik.
Dann kannst du direkt ein Förderband dran machen. Dann weiterleiten. Einmal da, einmal da lang. Genau. Und lagern hier mal ein Elektronik. Machen wir das nämlich auch. Siehst du, geht nämlich wieder bergauf. Das haben wir also wieder gerettet. So, keine Fehlerchen. Okay, das heißt, das haben wir. Dann wollten wir noch die Kohleversorgung machen. Ja, und die Kupfer. Genau. Also, Ufer ist ja der Band. Ja, habe ich doch mal. Genau. Hab ich. Ja, hast du. Habe ich ja Glück gehabt. Genau. Ich gehe damit einen hoch. Ja. Achso, für hoch brauche ich die gelben, wa? Ne, gar nicht. Nö, die brauchst du generell. Förderbänder. So, ah, sieht gut aus. Damit hier rüber. Und auf die andere Richtung, genau. Bauen. Richtung. So. So. Ja, eins weiter hätte es ziehen müssen. Ah, ne, kriegt er sogar hin. Wow. Kriegt er hin. Aber wie geplant, hallo? Ja, jetzt nur noch das Rohkupferband. In die Kupferschmelze. Schon mal wesentlich weniger LKW-Betrieb. Das denke ich mir nämlich auch. Das ist ja das, was wir jetzt hiermit erreichen wollen. Die Schlacke, ja, die werden wir noch per LKW fahren müssen, aber... Ja, abfahren, aber aus den Dingern wird es ja schon rausgefertigt. Das heißt, in dem Bereich haben sie jetzt erstmal nur noch die Platten abzuholen, die fertigen. Ja. Und Rohmaterial anzuliefern. Eisenanlieferung können sie auch hier hinten rum machen. Kohleanlieferung auch. Hat er jetzt noch drin? Nur Eisen. Sehr gut. Ja, es war ja die Frage, ob man mit dem Bergwerk auch weiter runtergehen kann. Also wir werden später weiter runtergehen müssen, weil halt die Ressourcen auch unten sind. Warte mal, wo war das noch? Links unten. L-Ebenen, genau. Hier sieht man halt, wie viel Eisen da noch ist. Ja. Und so tief musst du dann von der Oberfläche auch runter. Und hier sieht man halt auch noch, wie gesagt... Wie viel Eisen da noch drunter ist. Oh. Ja, jede wechselnde, das sind ja wechselnde Hell-Dunkel-Segmente. Ja. Und jedes entspricht einer Höheneinheit. Kleinlaster kann das Ziel nicht erreichen. Ja. Wo möchte der Kohle anliefern? Klick mal drauf. Dann folgen wir dem Ganzen mal. So. Ah ja, das heißt, wir müssen da jetzt sagen, nichts mehr anliefern. Genau, anliefern aus. Abholen aus. Hier genauso. Und hier genauso. Das heißt nur noch hierin. Schlacke aus dem Lager holen, genau. Genau, Standort erkundet. Okay. Was haben wir denn da Schönes? Ah, wieder Material. Das Schiff hat beschädigtes Frachtschiff entdeckt. Gummi, Kupfer, Fahrzeugteile. Hurra! Wichtige Mitteilung. Oh, Herr Kapitän. Zurück. Ja, er fährt dann, wenn er die Maximalreichweite erreicht hat, fährt er zurück zum Tanken. Das werden wir später dann nochmal brauchen. Aber wir haben ja noch keinen Hafen dafür. Nee, aber das Schiff ist schon wieder zurück. Mhm. Ist schon voll getankt. Können wir es eigentlich gleich wieder auf Reisen schicken. Wir haben ja noch ein paar Flecken, die unerkundet sind. Das stimmt. Dann machen wir das gleich nochmal. Gleich wieder los. Gut, ja. Wir haben das soweit hingekriegt. Wir haben schon... Ach, guck mal, wir haben schon Betonplatten hier, wie Sau. Läuft. Ja, ich denke auch. Also das hätte schlimmer sein können. Ja, nur eine Folge zu spät, aber geht noch. Aber wir müssten jetzt ja theoretisch... Hier drin, ach, ne? Nee, wir brauchen die Betonplatten oben in der Produktion. Das heißt, du musst neben das Ziegellager noch also die beiden anschalten, dass er jeweils mit Material, was kommt, dann versorgt wird. Genau, wir müssen das Lager noch einschalten. Also noch ein Lager bauen.
Lager bauen. Betonplatten. Ja, Betonplatten, dass sie hier angeliefert werden. Das machen wir. Und das Rezept. Und das Rezept. Und das Rezept. Das Rezept. Das auch noch. Und weil es so schön ist. Ne, gar nicht. Hier, hier stehen nee. Die anderen Sachen. Ja. Genau. Das passt. Mhm. Genau. Und jetzt müssten sie theoretisch hier oben mit LKWs angeschippert kommen und den ganzen Beton. Wenn du sagst leeren, ja. Nö, wenn sie es anfordern, ne? Ja, wenn sie es anfordern. Ja, der holt jetzt ab, pass auf. Er hat einen Arbeitsauftrag zum Abholen, sehr schön. Kommt schon der nächste. Und guck, wo er hinfährt. Auch zur Fabrik. Und der auch. Genau. Und so machen wir, so wie wir das jetzt hier angefangen haben, mit den ganzen Röhrchen verlegen und sowas alles da, werden wir dann weitermachen hier bei den Produktionen. Und die noch ein bisschen verfeinern. Schon wieder nicht genügend Wartung. Ja, aber noch eine dritte Fabrik, ja, oder? Die mechanische Teile fehlen uns auch noch. Das heißt, wir müssen da auch noch mal Fabriken. Aber auch nur eine von. Vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen durchsortieren. Aber das machen wir in einer weiteren Folge. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen nicht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss.